Hallihallo und herzlich willkommen zum Drachennews News vom 21.06.2014. Heute mit dem Livestream mit ein, zwei neuen Projekten und ein bisschen, ich habe noch ein bisschen eingekauft, aber das sage ich dann als drittes. Also zuerst einmal zum Livestream. Ich werde jetzt nicht mehr so viel Livestream machen, weil erstens, es bringt noch nicht viel, weil nicht viele zuschauen wollen am Abend. Ich werde einfach mal ankündigen ab und zu einen Livestream und dann werde ich einen machen, wenn ich gerade Bock habe. Und ja, der Broadcaster geht auch nicht anständig bei mir irgendwie. Also er laggt oft und tut irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel eben wieder abbrechen, alles Mögliche. Da muss ich schauen und werde ich mich mehr wieder auf das Let's Playen konzentrieren, also kommen wahrscheinlich mehr Videos pro Tag und so weiter. So, dann kommt eines der neuen Projekte, seht ihr hier. Ich habe ein paar Mods installiert für Minecraft und werde mit euch ein sehr, sehr interaktives Let's Play beginnen. Wo ich die verschiedenen Mods durchmachen werde und einer davon ist dieser NPC-Mod, da kann man richtig große Bosse auch machen und so weiter und da können wir eine große Stadt bauen und sie befüllen mit diesen NPCs und so. Da dürft ihr euch gerne selber auch mit einbringen, einfach die Namen, das Aussehen ein bisschen beschreiben und so weiter, was ihr für einen Beruf habt. Ihr könnt auch einen Helden sein oder so etwas. Und dann werde ich den Ingame erstellen und wenn allzu viele kommen, dann werde ich natürlich ein paar aussuchen und immer wieder, da müsst ihr es einfach ein paar Mal unter verschiedenen Videos schreiben, damit ich euch nicht vergesse oder so. Dann kommt das, dann ist das zweite Projekt gestartet schon, der Wizards Lizard, also Wizards Lizard. Und das ist ein richtig cooles Spiel von einem Indie-Entwickler. Es erinnert an Binding of Isaac und Gauntlet und Zelda. Und ist recht schwer, also da habe ich viel zu knacken und viele Frustmomente, aber dafür auch sehr, sehr viel Spaß und so weiter. Ja, da ist der erste Part schon gekommen und glaube ich der zweite auch schon. Also unbedingt mal vorbeischauen, es anschauen, der erste Part. Und ja, wenn es euch gefällt, dürft ihr es natürlich weiterschauen. Dann ist ja Rollercoaster Tycoon 3 gestartet. Das ist momentan noch nicht so gut von den Zuschauerzahlen. Aber das kommt hoffentlich bald auch, weil wir, weil auf meinem Kanal halt noch nicht so viele Leute sind, die außer Action-Rollenspiele. Ja, und Taktik-Strategiespiele nichts anderes wollen oder ja, nicht unbedingt, also viel Spaß haben und nicht ja, anschauen wollen, so. Aber das kommt bald, das merke ich. Und ich werde es natürlich auch weiterhin machen. Und das ist auch sehr interaktiv, also da dürft ihr auch Sachen wünschen. Dann, kommt bald noch eventuell Final Fantasy 7. Da schaue ich einfach mal, wie das ankommt. Und da dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt, ob ihr es schauen werdet oder ob ich noch ein bisschen warten soll oder so. Je nachdem. Ein weiteres Spiel, da weiß ich den Namen nicht und das kommt auch, aber auch nicht so oft. Also, Rollercoaster Tycoon 3 kommt sehr oft. Rollercoaster Tycoon 3 kommt relativ oft. Das Minecraft-Projekt kommt oft mit Path of Exile und Diablo 3 zusammen. Also fast jeden Tag oder jeden Tag zwei Folgen sogar. Und die anderen zwei Projekte sind dann die kleineren Projekte. Und ja. Da kommen wir auch schon zum dritten Thema, Conquer the World. Es ist wirklich ein super Mod, alles möglich, aber er macht mir heftige Schwierigkeiten mit dem unfairen,
ja, System, dass die Gegner natürlich fast jede Runde angreifen können und mich heftige Verluste zufügen und ich kann keine Truppen mehr ausbilden, weil ich kein Geld habe und so weiter. Das ist sehr unfair und das macht mich einfach fertig. Darum ist momentan dort Pause oder eventuell auch ganz Schluss und ich suche ein neues Projekt, was ähnlich ist und ja, mal schauen, was ich so finde. Ja, ich wollte mit Byzanz eigentlich noch ein bisschen Europa erobern und so, aber ich kann nicht mehr. Ich habe zwei heftige Schlachten verloren im letzten Part, den ich aufgenommen habe. Und deshalb, ja, kann ich da momentan, ja, will ich auch nicht so gerne weiter machen. Ja, ich möchte einen neuen NPC gründen. So. Ja, ich möchte. Hä? Aha, gut. So. Wow, toll. Also, ja, das war's mit Dragos News. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ja, ich denke, ich habe alles. Und wir sehen uns dann, also, ja, da kommt nächste Woche wieder eine neue Folge mit neuen Neuigkeiten und eventuell auch ein bisschen vom Livestream. Da werde ich schauen, was ich da machen, also, ja, wie viel oft ich das noch machen will und ja. Aber eben, Livestream ist das Cooles, aber lieber damit mehr zuschauen und so weiter. Okay, bye. Und ja, viel Spaß noch mit den anderen Videos. Tschüss.